Was sind für Sie die wichtigsten Gelingensfaktoren, damit der Einsatz neuer Medien, das Lernen mit neuen Medien funktionieren kann? Ja, ich denke, es braucht mal so von der Infrastruktur her einfach gute Bedingungen, dass die dass Geräte da sind, mit denen man wirklich arbeiten kann, dass das Netz vor allem da ist. Aber dann natürlich auch die Bereitschaft vor allem von den Lehrpersonen, sich selbst auch mit digitalem Lernen auseinanderzusetzen, sich selbst als Lernende zu verstehen. Das, denke ich, ist das Wichtigste. Und wenn sie Lust haben, selber auch digital zu lernen, dann wird es viel leichter fallen, das auch Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Der Einsatz digitaler Medien ist ja nicht in jeder Situation sinnvoll. Wann würden Sie den Einsatz neuer Medien empfehlen? Wann macht es Sinn? Wann bietet es einen Mehrwert? Ja, wenn man individualisiert lernt, wenn man selber nach Informationen sucht, die darstellt, dann denke ich, dann kann man digital gut arbeiten. Wenn es aber um ein Gespräch geht, eine Auseinandersetzung mit anderen, dann ist das Unterrichtsgespräch, da muss man sich in die Augen schauen und das sollte man nicht am Gerät machen. Wir haben natürlich die Lehrkraft angesprochen. Es ist für die Lehrkräfte nicht immer einfach oder der Wille ist nicht immer da. Was kann man Lehrkräften raten, dass wir sie langsam beginnen? Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Wie wäre so dieses erste Einsatzszenario, dass man sagt, man ändert seinen Unterricht ein bisschen Richtung Digitalisierung? Ja, ich denke, das Erste wäre mal, dass man die Schülerinnen und Schüler lässt, ihre Smartphones benutzen und sagt, schlag doch mal was nach im Netz oder benutze mal den Duden auf dem Handy, dass man so mal sieht, wie fühlt sich das an, was passiert da genau und dass man merkt, okay, das ist jetzt nicht das Ende der Welt oder das Ende meiner Unterrichtsrealität, sondern ich kann das auch kontrollieren und ich sehe dann auch, was das wirklich für Effekte hat. Also ganz klein einsteigen, so Hürden, so Stufen vielleicht auch machen, die man gar nicht bemerkt. Und wenn das geschehen kann, dann traut man sich dann auch weiter raus, würde ich sagen. Die heutige Generation wird als Digital Natives bezeichnet. Es gibt aber mittlerweile eine Gegenstimme, dass sie sagt, ja, sie nutzen zwar die Technik, aber auskennen tun sie sich nicht wirklich. Wie ist da Ihre Erfahrung? Sind die wirklich schon so gut drauf mit Computer, Laptop, Smartphone, Apps oder ist eher rudimentäres Wissen? Ja, es sind informelle Kompetenzen. Also es ist nicht so, dass Sie ein Programm jetzt von Grund auf systematisch verstehen, sondern es sind Anwenderkompetenzen, die Sie haben bei gewissen Dingen. Und die Geburt, also die Idee der Digital Natives, das war schon immer etwa ein seltsames Konstrukt, weil niemand ist einfach vom Geburtszeitpunkt her mit Kompetenzen ausgestattet. Also Kompetenzen müssen ausgebildet werden, überprüft werden. Und das gilt natürlich im digitalen Bereich genauso wie überall sonst. Also das ist auch nicht irgendwie die Generation Fußball, die dann einfach gut Fußball spielen kann. Einige können es und andere können es nicht so gut, auch wenn alle das gern machen. Genauso ist es auch beim digitalen Arbeiten. Angesprochen, wenn digital gelernt wird, wird analog geprüft, wo es ja Diskrepanz gibt. Wie wäre das Szenario, dass quasi auch digital in Gruppenarbeiten Prüfungen stattfinden können? Das ist ja ziemlich Umbruch im Schulsystem. Da gibt es ja quasi einen Zettel, den muss man korrigieren. Ist das irgendwie denkbar in den nächsten Jahren, dass sich da was ändert? Ja, es wären dann gar keine Prüfungen mehr, sondern halt Portfolios, dass man sagt, ja, ich habe sowas wie eine Webseite, einen Blog und dort sieht man, was ich kann. Das ist das, was ich geleistet habe in letzter Zeit und darüber führt man dann vielleicht ein Prüfungsgespräch, wo man ein paar Nachfragen stellt, wo man sieht, haben die das wirklich auch selbst gemacht, dass sie auch ausgewählte Produkte vielleicht präsentieren müssen. Also so wie man das eigentlich auch in der Arbeitswelt sagen würde, wenn ich jemanden einstelle, dann habe ich das Gefühl, die können was und dieses Können sichtbar machen. Ich denke, das ist die Leistungsüberprüfung der Zukunft oder so sollte es laufen.